Allen Völkern sollte inzwischen lebendig vor Augen geführt sein, dass das Schicksal jedes Staates mehr denn je in der Vergangenheit mit dem Schicksal seiner Nachbarn verflochten ist. Kein Staat kann auf die Dauer einen wirklichen Vorteil aus der Not der anderen Länder erwarten. Die verderblichen Folgen politischer Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung haben die gesamte Welt ohne Ausnahme in heute noch unabsehbare Bedrängnis geführt. Die weitschauende Initiative des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hat leider nur eine vorübergehende Erleichterung geschaffen. So groß auch ihre Bedeutung war und so dankbar sie vom deutschen Volke empfunden wurde. Schon die Ungewissheit in den Fragen der politischen Zahlungen übt fortgesetzt eine lähmende Wirkung auf den internationalen Wirtschafts- und Finanzverkehr aus. Unmittelbare und offene Aussprache, wie sie in Checkers, Paris, London, Rom und hier in Berlin geflogen wurden und weiterhin zu führen sind, sollen den Weg zur tatsächlichen Solidarität der Nationen ebnen. Denn es muss die Möglichkeit gefunden werden, klare und ehrliche Stimmungen zwischen den Völkern der Welt zu schaffen. Deutschland fordert bei aller verständnisvollen Rücksichtnahme auf die Lebensnotwendigkeiten der Nachbarn die Verwirklichung des Grundsatzes der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung unter den Völkern. Die Reichsregierung nimmt es für sich als einen Erfolg in Anspruch, dass sie rechtzeitig und als Erste im Kreise der großen Nationen mit entscheidenden Sparmaßnahmen in den öffentlichen Haushalten und mit möglichster Senkung der Erzeugungskosten begonnen hat. Mit ihm gemeinsam wird in kurzer Frist ein Wirtschaftsprogramm für die nächsten Monate ausgearbeitet. Dieses Programm hat als erste Voraussetzung die Aufrechterhaltung der Stabilität unserer Währung, an der unter keinen Umständen gerüttelt werden kann. Von entscheidender Wichtigkeit ist die Durchführung eines ausgearbeiteten Planes zur Tilgung der kurzfristigen Schulden und ebenso eine endgültige Klärung der Reparationsfrage. 29 haben wir noch 7,2 Millionen Tonnen agrarische Produkte importiert. 35,7 und nach den Ergebnissen der ersten Monate dieses Jahres in diesem Jahre schätzungsweise nur noch 3,2 Milliarden Euro. Wir sind also unter die Hälfte des Jahres 2023 gekommen. Und dass alles nicht so falsch ist, beweist ja auch die Tatsache, dass selbst in dem Augenblick der schwersten Krise es nicht so ist, dass die Arbeitslosigkeit in den vergangenen 4 Wochen in einem Umfang gestiegen ist, wie wir ihn ursprünglich nach der Lage der ganzen Weltsituation uns selbst berechnet hatten. Und deswegen, so sehr wie ich wünschte, dass hier in Deutschland eine Möglichkeit wäre, dass ich einmal nur für wenige Monate die noch bis zu einer notwendigen internationalen Lösung, die allein die Beruhigung in der Welt und die Grundlage für den Wiederaufstieg bringen kann, einmal die Parteien zusammenfinden möchte, so muss ich sagen, dass wenn das nicht möglich ist, diese Reichsregierung entschlossen ist, hier vor dem Reichstag ihre Politik zu verteidigen, und, meine Damen und Herren, zu verteidigen, nicht mehr, wie sie sie in den Wintermonaten verteidigen musste, nicht ohne sagen zu können,
dass sie bislang keine sichtbaren Erfolge in der Außenpolitik und auf manchen anderen Gebieten hatte. Sondern heute kann sie sagen, dass der Weg frei ist und dass auch der kommende schwere Winter unter allen Umständen überstanden werden kann.